Herzlich willkommen zu dem Kurs HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. In diesem Video möchte ich euch in das Box-Modell einführen, was einfach für das Verständnis, wie grafische Elemente auf den Bildschirm gebracht werden in HTML, ganz wichtig ist. Wer schon sich intensiver mit Java auseinandergesetzt hat, vor allem mit den grafischen Elementen von Java, dem werde ich nicht so allzu viel Neues erzählen. Aber wer sich noch nie damit befasst hat, es wird etwas komplizierter werden und ich hoffe, meine Grafiken unterstützen meine Erklärungen ganz gut. So. Als allererstes haben wir eine Box oder eine Schachtel, in der der Inhalt drin steht. Und der Inhalt, das ist gewöhnlicherweise Text, kann aber auch eine Grafik sein. Und der Rand von diesem Inhaltsbox schließt nahtlos an den Text an. Das heißt, dazwischen gibt es keine Abstände. Die Inhaltsbox ist normalerweise genauso breit und genauso hoch wie eben der darin stehende Text oder die darin stehende Grafik. So, wir hatten im letzten Video natürlich die Ausnahme kennengelernt. Ich kann also den Inhalt oder diese Inhaltsbox kann ich tatsächlich manipulieren mit den Properties Weight und Height, Width und Height. Und dadurch kann ich eben das anders setzen als den wirklichen tatsächlichen Inhalt, kann den größer setzen und kann ihn allerdings auch kleiner setzen. So. Aber ich habe eben die Möglichkeit, Höhe und Breite zu definieren. Man sollte es wirklich nur in ausgewählten Fällen machen, weil dafür ist dann tatsächlich der Innenabstand zuständig. So. Diese Inhaltsbox, die hatten wir von Anfang an dabei. Wir wussten halt bloß nicht, dass es eine Inhaltsbox ist. Das Zweite, was wir dann kennengelernt haben, ist die Box mit dem Rahmen, also wo der Rahmen drauf sitzt, wo der drauf gezeichnet wird. Der umschließt die gesamte Inhaltsbox. Und dann kommt schließlich noch dazu der Innenabstand. Auch das ist wieder eine Box. Und wir sehen schon, wir haben Inhaltsbox, dann haben wir den Innenabstand, das Padding, wie das im CSS genannt wird, und darum herum haben wir den Rahmen und dann haben wir außerhalb von dem Rahmen noch den Außenabstand und das ist dann unsere vierte Box, das Margin, und so haben wir vier Boxen ineinander. So, und die werden von ihrer Wichtigkeit, ich erinnere da auch nochmal dran, werden von ihrer Wichtigkeit von innen nach außen geordnet, wie die gezeichnet werden. Und das heißt, dass der Inhalt sozusagen als oberstes in diesem grafischen Element liegt und alles andere liegt eben dahinter. So. Und wenn wir uns jetzt noch ansehen, dass wir eben einzelne Seiten manipulieren können, dann kommen noch die vier Elemente Top, Right, Bottom und Left mit dazu. Und da müsste man eigentlich sagen, da gibt es für jede Rahmen oder für jede Seite einer Box gibt es dann nochmal extra einen Befehl, um das zu manipulieren. Und dann müsste man hier vier Pfeile hinmachen für zum Beispiel Left und vier für Top und vier für Right und vier für Bottom. Aber das war mir jetzt zu kompliziert, das hätte das Ganze jetzt nochmal in eine Richtung gebracht, da hätte man jetzt noch ewig lange drüber reden müssen. So, ganz wichtig ist einfach, dass diese vier Sachen unabhängig voneinander verändert werden können und dass man dadurch sehr unterschiedliche grafische Effekte erreichen kann. So, probiert das aus, probiert das viel aus. Und ich kann es nur noch mal sagen, was ich ganz am Anfang des Kurses gesagt habe. Schaut euch andere Internetseiten an, schaut euch nicht den Quellcode an, also nicht das HTML, in dem das geschrieben ist, sondern schaut euch das an
und überlegt, würde ich das machen, wie würde ich das programmieren, und dann programmiert einfach auch Internetseiten nach. Und behaltet das hier, was ich euch hier zeige, diese Box, behaltet das wirklich im Hinterkopf, ne? Denn das ist echt das A und O der grafischen Darstellung. Das wird uns auch noch ganz viel beschäftigen. Gut, das war also das Boxmodell von HTML bzw. CMS. Und ich hoffe, euch ist das jetzt nochmal klarer geworden, was passiert dort überhaupt, was ist so der Hintergrund dieser ganzen Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video wieder und dann zeige ich euch noch einige Möglichkeiten mit CSS zu gestalten, die wir bisher noch nicht gehabt haben. Bis dann!